von der Filamentproduktion mit Holzbohrer bis zur Do-it-yourself 6 Kilogramm Extruderleine. Das ist einer meiner ersten Filamentextruder mit einem Holzbohrer. Hier könnt ihr sehen, wie ich ihn poliert habe. In diesem Video zeige ich euch, wie ich in circa 7 Jahren meine Filamentextruder weiterentwickelt habe. Wenn ihr jetzt anfangen wollt, einen Extruder zu bauen, schaut euch das Video an. Ihr könnt dann viel Zeit sparen. Ich habe über 100 Videos über meine Extruder veröffentlicht. Da könnt ihr dann alles genau sehen. Das sollte euch helfen, den richtigen Extruder für euch zu finden. Diese Extruder arbeiten mit der Schwerkraft, sind einfach zu bauen und arbeiten sehr genau, haben nur einen Nachteil. Bei ungefähr 1 Kilo pro Stunde kommt man mit der Kühlung nicht mehr nach. Das ist jetzt meine erste Komplettanlage mit Wasserkühlung und Aufwickeleinheit. Die schafft ca. 5 Kilogramm die Stunde. Von dieser Anlage gibt es sehr viele Videos, weil ich die immer weiter verbessert habe. Die haben wie fast alle meine Anlagen eine 400 x 20 mm Dreizonenkühlung. Nachdem viele meiner User auf YouTube geschrieben haben, ob es nicht ein wenig kleiner geht, habe ich zwei verschiedene Desktop-Extruder gebaut. Das ist der kleinste von beiden. Der ist nicht viel größer als ein Schuhkarton. Für diesen hatte ich ein Wasserbad und eine Aufwickelvorrichtung gebaut. Der schafft je nach Material knapp über 1 Kilogramm die Stunde. Ich habe ihn auf bestimmt 20 verschiedene Materialien getestet, alle laufen. Einen Nachteil hat der Mini-Extruder mit dem NEMA 23 mit Getriebe. Kommt er nicht über 8 Umdrehungen die Minute. Er braucht einen stärkeren Motor. Hier mache ich BA12 zum Beispiel mit 30% Carbon. Da schafft er gerade mal 300 Gramm die Stunde.
Aber das ist für so einen kleinen Ex-Trüger immer noch eine gute Leistung. Man muss wissen, PA12 mit Carbon ist gar nicht so einfach zu extrudieren. Als nächstes habe ich dann einen Clay Extruder gebaut. Der hat funktioniert, aber das ist mehr was für Künstler. Darum habe ich es wieder eingestellt. Ich habe das mit verschiedenen Materialien gepresst. Die meisten gehen damit Pressluft. Aber ich bin einen anderen Weg gegangen. Ich habe mir eine Screw dafür gebaut. Jetzt kommen wir zu meinem letzten Extruder. An dem bin ich jetzt ein Update nach dem anderen am Installieren. Der ist schon fast serienreif. Der schafft ca. 6 Kilogramm die Stunde, hat aber auch eine 500 mm lange Screw. Hat ein Warm- und Kaltwasserbad. Mit einer Messeinheit und einem Akkumulator mit 12 Rollen, wo ca. 20 Meter Filament drauf passen, hat man ein wenig Zeit, die Rolle zu wechseln. Der Winder kann Rollen bis 50 Kilogramm aufnehmen. Das Schnellste, was ich bis jetzt erreicht habe, sind ca. 30 Meter pro Minute. Das war mit einem Bioflex-Material. Diese Rolle schafft ca. 12 Kilogramm Filament. Die ganze Anlage braucht in der Spitze ca. 6 Kilowatt. Aber im Mittel liegen wir bei 2,8 Kilowatt. Ich hoffe, ihr habt einige Ideen für eure Anlage gefunden. Nun schauen wir nach vorn und planen die nächste Anlage.
Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn Fragen oder Ideen da sind, schreibt sie einfach in die Kommentare.